Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark mit Mariandos. Hi. Und Lieselotte, Agamemnon, Depsche und Depina. Wunderbar. Wir gehen heute auf Reise. Oder zumindest nicht große Reise, nur eine kleine. Wir brauchen Loot. Definitiv. Ich gehe mal ganz kurz hier ins Wasser und fülle mal meinen Sack auf. Weil ich will noch was trinken. Deswegen mir ist gerade auch eingefallen. Essen? Was? Ich hab 18 Stück. Ah, okay, das ist gut. Das wird für mich reichen. Ich hab nochmal gegrillt gehabt bei mir. Muss jetzt gerade mal gucken. Ah ja, hier sind auch nochmal 18. Hallo. Lieselotte. Lass Lieselotte Depina folgen. Oder so. Weil ich lass Agamemnon zum Beispiel Depsche folgen. Dass wenn Depsche angegriffen wird, greift automatisch. Wie macht man das denn? Einfach von der Pinja jetzt zum Beispiel pfeifen. Richtung. Ja, ist doch schon. Jetzt hat er das gemacht. Schon. Ja. Bei mir will er irgendwie nicht so. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja. Klappt bei dir nicht so zu 100%. Ja, ja, wir sind jetzt halt mal auf dem Weg hier hoch. Wir wollen einfach mal unser Lager ein bisschen auffüllen. Ach, nee. Oh, was? Ich dachte, das ist ein. Dings. Guck mal, da wird einer angegriffen. Echt? Du? Ja, aber nicht mehr lang. Ey, wie gesagt, ich dachte, da ist ein Krokodil. Deswegen habe ich gemacht. Oh, ja, das. Der Dillo hat sich jetzt gleich erledigt. Ja, so ist brav. Das war lieb. Das war lieb von dir. Wunderschön. Wunderschön. Der ist einfach schneller in solchen Sachen. Ja, wir wollen unser Lager mal ein bisschen auffüllen, dass wir ein bisschen, Au! Alter, killt er einfach mal 4 Viecher auf einmal, ne? Hab's gesehen. Loot! Ich hab mal oben bei mir links ganz im Eck, ich hoffe man sieht das, ich weiß es nicht, Alter, die ich FPS bei... angemacht. Spiel. Was ihr mal sehen könnt. Das ich krieg gar nichts aus den Viechern raus. Am Spiel und nicht am PC. Das ist halt noch nicht wirklich so richtig optimiert für alles. Das ist halt noch eine... Was ist das? Ist das Alpha oder Beta? Wahrscheinlich Alpha. Es ist noch das ist noch in der Alpha, ja. Ja, und dann. Also ich glaube es ist. Nee. Ich weiß es gar nicht. Kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Wenn das nicht alles so optimiert ist, wie man es gerne hätte. Alter! Ja, Level up. Was machst du denn? Agamemnon! Er killt die ganzen Viecher. Ja, soll er doch. Der hat Spaß. Jetzt kämpfen sie gegeneinander oder was? Nee, der killt noch weiter, aber ich sehe die Viecher nicht, die sind zu klein. Ja, ja. Aber ich habe ein Level up. Yay. Nee, habe ich nicht. Wir hatten das gehabt. Aber ich, mein Depsche ist vergiftet. Oh. Wenn du stirbst, Depsche, ne? Dann gibt's aber Ärger mit mir. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir hier einfach hier den Wald abholzen jetzt. Okay. Dass wir einfach mal. So spontan sagen, wir holzen hier alles ab. Weil wir brauchen... Alles. Ja, weil ich will... oder ich habe gedacht, geplant, dass wir uns mal ein gescheites Haus bauen. Ja. Dazu brauchen wir erstmal viel Holz. Weil ich hätte gern eins aus Holz soweit. Hast du Flint? Einen? Hast du ihn schon... Ist schon deine Axt kaputt? Die war schon die ganze Zeit kaputt. Ja, warte mal, ich tue es bei Depsche, tue ich es ins Ding rein. Da kannst du die zwei kannst du rausnehmen. Gerade für später zu es, ne? Ja. So. Dann will ich ja auch noch ein bisschen mehr Truhen haben und sowas, weil ich finde, die Truhen sind scheiße. Ich hätte gern mehr von deinen Storage Boxes als von den Schränken. Von den Schränken, ja. Da geht mehr rein. Ja, und dann auch ein Lager, ein großes vielleicht, daraus bauen. Müsst du einen Keller bauen können. Das ja, das Lager rein. Das kannst du ja eigentlich, ne? Also du kannst ja zwei, drei Etagen hoch bauen, ne? Ja, klar, das wäre ja dann Erdgeschoss. Ja, im Endeffekt schon, hast du recht. Also es kann jetzt sein, dass diese Folge vielleicht nicht so spannend ist, aber ich denke, wir haben in den letzten Folgen... Hallo?
Ja, ich war ganz kurz eben, da war so ein großer Schwanz, der hat so gezuckt und sowas. Da dachte ich, da steht jetzt einfach mal so ein mir nichts, dir nichts, ein richtig, richtig fettes Vieh. Ja, was ich sagen wollte, die letzten Folgen waren ja jetzt doch schon ziemlich ausgelassen von Dinosauriern, die wir gefangen haben. Am Ende der Folge, der letzten Folge, was war das für eine Schlacht? Greifen da auf einmal so viele Viecher an, ne? Das war komisch. Wie viel waren es? 7 oder 8 Stücke? Ja, ungefähr in der Richtung. Das sah aus wie in einem Jurassic Park. Aber wirklich. So, Ich bin da Agamemnon, ich tu unten. dich jetzt benutzen als Lager. Ach, stimmt, ich muss dann auch mal. So. Ja, Ich ich hab nichts glaube, ich mehr. nehme die mal ein Stück. Oh, warte mal, da ist noch ein Baum direkt nebendran. Den mache ich noch weg. Ich nehme bloß die dünnen Bäume da jetzt halt momentan. Die dicken nehme ich gar nicht gerade. Ja, die sind eh nutzlos. Ja, so Ich gebe das kannst Zeug des der Lieselotte. du. Ich gebe den Loot der Lieselotte. Würde ich auch sagen, weil wenn du später zu es auf. Bei dir ist es egal, weil du hast ja bei beiden einen Sattel drauf. Aber im späteren wäre es halt blöd, wenn zum Beispiel Depsche voll beladen ist, weil dann bewegt er sich nicht mehr. Ja. Bring den mal Gehen hier ein mal ganz bisschen kurz weiter rein. schnell hier Flint holen. Ja, brauchst du bloß einen Felsen oder sowas. Ich tue in der Zeit weiter sammeln. Und so, was hältst du jetzt eigentlich so speziell von dem Spiel? Wie findest du es? Ist es so von der Machart? Also ich Also muss. von der Idee, ne, sag du, sag du. Ja, okay, ich wollte auch gerade sagen, ich finde den Gedanken finde ich geil. Ich verstehe zwar nicht, was das jetzt mit dem mit dem Planeten entführen oder sowas zu tun haben. Es könnte, sollte, tut. Ja. Aber ich finde die Idee so eins ins Mittelalter gezogen, also ins Steinalter, Steinzeitalter gezogenes Spiel finde ich richtig cool. Also wie gesagt, die Idee ist geil. Crafting ist geil. Dieses Survival-Ding, das kennen wir ja schon von DayZ und von anderen Spielen. Da können vielleicht noch ein bisschen mehr kommen. Kommt ja bestimmt. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja so viel. Ich meine, Da kommt ja wirklich jeden Tag ein Update raus. richtig. Dass halt wirklich noch ein bisschen Abwechslung kommt, außer jetzt hier immer farmen, 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 bauen, bauen, bauen. Und ab und zu mal Dinosaurier hier einfangen, dass dann noch, keine Ahnung, irgendwas noch kommt. Aber kommt bestimmt noch irgendwas. Ich meine, man muss ja jetzt halt auch mal ganz ehrlich dazu sagen, die entwickeln ja immer mehr, immer weiter, immer Genau. viel mehr rein. Es sind ja jetzt so viele neue Dino-Arten dazugekommen in den letzten 2 Wochen. Dann ist ja so viel. Oh, warte mal, wie viel kannst denn du noch tragen? Ah, du kannst noch genug tragen. Dann ist ja auch noch das ganze Werkzeug dazugekommen. Ich meine, die tun das ja einem schon ziemlich verleichtern, ne? Du musst ja Ja. jetzt dran denken, wir haben jetzt momentan bloß die Steinaxt, ne? Wo wir Ja. benutzen können. Aber die Metallaxt, da machst du ja, da hast du das Viertel von der Zeit an so einem Baum, ne? Aber hast trotzdem die gleiche Menge draußen. Genau. Also, da kommt bestimmt noch einiges mehr, wo wir uns drüber freuen können. Gerade Sowieso. auf das Farmenzeug. Da kommt bestimmt noch einiges. Stimmt. Ich meine, guck mal, wenn man jetzt mit der Spitzhacke an so einen Baum dran geht, wie schnell das geht, wie sich das auffüllt. 36 Touch alleine schon. Was braucht man denn jetzt am meisten? Am meisten brauchen wir Holz, weil um Dann einen bleibe ich. Holzboden zu machen, brauchen wir alleine schon 80 Holz. Okay, dann bleibe ich beim Holz. Ja, ich bleib Bis auch beim Lute. Holz. Ich gehe bloß immer so ein Stückchen weiter vor, dass ich, Ja. wir müssen dran denken, dass wir die Saurier nicht komplett vollladen, sonst laufen die einfach zu langsam. Ja. Ich habe auch schon überlegt, dass ich einfach mal hingehe außerhalb von der Aufnahme, mich einfach mal einlogge und
Und einfach mal Holz abfarmen oder Turch abfarmen. Einfach mal, was weiß ich, mich eine Stunde lang hinstellen und einfach nur abfarmen, abfarmen, abfarmen. Weil es halt so lange, so Ewigkeiten dauert im Endeffekt, ne? Ist ja so. Wir sind ja jetzt wahrscheinlich die ganze Folge lang damit jetzt beschäftigt. Ja, definitiv, aber ich denke, wenn man jetzt was Gutes hat zum Quatschen, ja, ist das ja schon ganz cool. Wie jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt schon die ganze Woche, ich meine, gut, wenn das Video jetzt rausgekommen ist, wird, die Lieselotte. Ah, da hinten. Wird das Ganze schon vorüber sein. Oh, ich habe keinen Flint mehr. Hast du noch Flint einstecken? Ja. Kannst du das bei bei Agamemnon reinschmeißen oder so? Du tust bei der Pina. Oder so. Aber ich war ja jetzt die ganze Woche bei dir und wir haben ja jetzt zusammen den Morning Talk aufgenommen zum Beispiel. Darüber kann man mal quatschen. War auch ganz lustig. Kann ich jedem mal empfehlen, mal da reinzugucken. Okay, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich, nee, dann ist schon. Dann vorbei. Ist es schon letzte Woche gewesen, glaube ich, ja. Haben. Ja, gestern müsste es gewesen sein. War die letzte Folge mit dir. Ach, richtig, gestern am Sonntag, ja, dann. Ja. Ja, wir müssen ja ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich bin ja auf der Gamescom. Voll. Und, da muss ich viel im Voraus aufnehmen. In Minecraft habe ich viel im Voraus aufgenommen. Ich hatte ja, jetzt in dem Falle letzte Woche. Vorletzte Woche sogar in dem Falle, hier, ja. Wenn das Video rauskommt, nice. Hatte ich hier einen Livestream von Minecraft. Ja. Und während dem Livestream habe ich dann gemerkt, dass ich um die 5 Folgen oder 6 Folgen, also in den Folgen weiter bin als im Livestream. Weißt du, wie ich meine? Also, nee, im Livestream 6 Folgen weiter als in den Folgen selbst. Alles gespoilert. Ja, Das habe ich auch mal gemacht, da habe ich auch Minecraft gezockt und das war auf deinem Server damals noch. Mhm. Und da waren wir auch schon, da waren weiter als in den Folgen, aber ich muss ja sagen, ist halt so. Es gibt halt Momente, wo das Spiel so geil ist, wo man dann stundenlang aufnehmen möchte, ne? Ja. Oder aufnimmt und dann aber dann merkt, scheiße, jetzt habe ich 10 Folgen aufgenommen und jetzt darf ich eine Woche lang nicht mehr auf den Server, bis ich mit meinen Folgen einigermaßen auf Gleichstand bin, dass ich wieder aufnehmen kann, ne? Das Problem habe ich leider sehr oft, muss ich sagen. Da habe ich oft das Problem, dass ich dann wirklich viel zu weit bin mit meinen Folgen und dann nicht aufnehmen kann. Mhm. Aber im Stream habe ich mir dann halt gedacht, ja, ist ja eigentlich egal. Man sieht zwar, was ich gebaut habe, aber man sieht ja den Weg dorthin nicht, was dann passiert ist, weil ich hatte ja in den Folgen auch viel Action gehabt mit Team Alex, wo ich unterwegs war und da waren ja auch so viele, viele, viele lustige Sachen, wo dann passiert sind. Ich denke mir, das ist dann nicht so schlimm. Von Ark wollten wir ja auch mal einen Livestream machen. Ajo, das ist ja in Planung. Müssen wir mal. Das einzigste Problem ist, denke ich mir, was wir haben werden. Weil ja Ark so schon ziemlich schwierig läuft, ne? Wir werden wahrscheinlich keine HD-Qualität streamen können bei dem Spiel. Gehe ich mal davon aus. Also ich zumindest nicht. Mit meiner Leitung kann ich keine HD-Qualität streamen. Das funktioniert nicht. Also bei Ark nicht. Nee, bei Ark. Nee, ich kann generell. Ich kann auch bei. Ich kann schon, das Problem ist halt, dass es halt manchmal ziemlich ruckelt, weißt du? Okay, das ist mies. Ja, also es ist sehr, sehr blöd irgendwo, aber kann man halt nichts dagegen machen, ist halt einfach so. Ich meine, die Qualität ist nicht so schlecht, aber es ist halt, wie gesagt, es ist keine HD, definitiv keine HD-Qualität. Okay, mein Agamemnon ist voll. Dem kann ich nicht mehr bei so dem viel. Geht noch, aber ich brauche was zu trinken. Wer Level Up? Ich? Ich hatte eben Level Up. Ich habe Level Up. Ah, du auch. Depscher geht noch ein bisschen, aber ich brauche mal Flint. Ich hole mal schnell Flint. Und wenn ich schon auf dem Weg bin, nehme ich auch gleich dieses grüne Ding mit. Ich habe Durst. Ich brauche richtig was zu trinken. Jetzt. Flasche ist leer.
Ja gut, das sehe ich ja nicht, weil... Ach, guck mal, wie praktisch ist denn das jetzt? Wooden Foundation, Wooden Door, Wooden Doorframe, Wooden Sailing, Wooden Wall. Ja, die wussten schon, was los ist. Ja, die hatten da schon eine Ahnung. Ich mach mal diesen Felsen hier weg. Dass wir nicht jedes Mal da hochklettern müssen, weil das ist ja dann doch ein Spawnort für diesen, ja, für diese Kisten. Ne? Die kommen ja immer hier an der Stelle. Dann werde ich kurz mit Depsche Richtung, also eigentlich könnte ich ja Agamemnon gleich mitnehmen. Dann lade ich einmal ab und dann komme ich wieder. Ist ja jetzt nicht so weit weg, das Zeug. Ich mach dann mal hier weiter. Lieselotte, kommst du mit? Ah, oh, da. Okay. Das war der kleine Felsen, okay. Das war nicht so schlau. Jetzt muss ich den großen... Oh, ich habe Metall gefunden. Wir haben ja schon ziemlich abgeholzt. Stimmt, habe ich noch gar nicht jetzt drauf geguckt. Sehe ich nicht, ist ein Felsen weg. Oh ja, da ist eine schöne freie Fläche in Zwischenzeit. Finde ich aber ganz gut. Ist übersichtlicher, muss man sagen. Das einzigste Blöde ist halt, dass die Rohstoffe nicht mehr nachwachsen. Ja. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wenn man aus dem Chunk-Gebiet rausgeht, dass das Holz wieder nachwächst. Allerdings wäre es halt auch blöd, wenn du dann ausgerechnet an der Stelle ein Haus gebaut hast, ne? Und dann, Ja, das wäre blöd. Und dann wächst da ein Baum, weißt du? Das wäre... Das wäre blöd. Das wäre wirklich sehr blöd. Agamemnon, ich brauche dich mal ganz kurz. Und zwar hätte ich gern Holz von dir. Dass ich meine Axt reparieren kann. So. Ja, ich laufe einfach mal über den Fels drüber. Anstatt um ihn herum laufe ich oben drüber. Ja. Weil ich habe nämlich keinen Dino, ich habe einen Kletteraffen, weißt du? Wir müssen uns dann vielleicht auch überlegen, wo wir das Haus dann bauen. Willst du das in der Nähe von dem allen hinbauen, oder? Ich war gerade am Überlegen. Wie wär's denn, wenn wir das Haus auf die Insel drauf bauen? Mitten rein? Mitten rein, mitten auf ist die Insel. Ist da genug Platz? Weil ich hab das jetzt gerade halt im Kopf, wie groß die war. Die ist schon ziemlich groß und wir können ja auch ein bisschen übers Wasser bauen. Und wenn wir jetzt die Pillar haben, oder wie die Dinger heißen, also die Pfosten, die wir unten dran bauen können, könnten wir sogar eine Brücke bauen, die halt über das Wasser zu unserer Insel führt. Okay. Ja, warum nicht? Sieht bestimmt geil aus. So, vom Gedanken her, machen wir dann einfach mal die Insel. Also, ich fange dann gleich an und mache die Insel dann leer. Insel, warte mal, ja. kann ich das schon... Storage Box, was brauche ich dafür? Wood und Fiber. Ja, habe ich beides jetzt nicht direkt einstecken. Wie viel Fiber ist denn da noch drin? 1, 2, 3, 4, 5... Ja, so ungefähr 500 Holz habe ich jetzt. Ja, kommt bei mir auch hin. Der hat nichts, okay. Tausch aber wieder fliegend. Wo ist denn hier erstellen? So. Kann ich hier einmal die hier bauen? Es ist zwar jetzt im ersten Augenblick Holzverschwendung. Aber. Däpsche, geh mal mit. Dich brauche ich jetzt. Bernd! Was macht er jetzt schon wieder? Ah, der liegt einfach im Weg. Das ist unerhört. Das ist Wahnsinn, wie der als im Weg einfach liegt. Ja. Oh ja. Oh ja, ich sag bloß oh ja. Was ist denn los? Ich hab mich gerade in den Platz verliebt. Das will ich sehen. Weil... Da ist zwischendrin ja noch ein kleiner Bach zwischen... Das sind zwei Inseln und da ist ein kleiner Fluss oder Bach zwischendrin. Und da kann man auch schöne Brücke drüber bauen.
Ich komme gleich mal runter. Das musst du definitiv, musst du dir das mal angucken. Ich baue jetzt hier einfach mal die Boxen, die kann man ja später zu immer noch mal wegreißen oder sowas. Ja. Aber das mal hier, dass ich hier schon mal das ganze Material drin habe, was ich brauche. Und auch das hier raus machen kann. Viel raus von dem So. Stehen. Geil zu dem Ding dazu, deswegen. Kannst du noch ein Stückchen heben? Geht das nicht? Ja, dann komme ich mal runter. Verdammt, der muss noch ein kleines Stückchen hier. Komm her. Komm bei Fuß. So ist gut. Bleib so. Take all. Und dann alles hier reinschmeißen. Holztechnisch mache ich mal alles hier rein und dann passt das hier schon mal. So. Das kann man auch mal reinschmeißen. Oh, da hinten ist noch so ein grünes Portal. Ja, ich habe es gesehen gehabt, aber da hinten sind so Raptoren und sowas. Achso. Also da waren die ganze Zeit die großen Viecher. Du kannst eigentlich stehen bleiben. Ja, guck hier. Die Insel machen wir frei. Den Boden können wir ausgleichen. Also wir können da auch gerade drauf bauen. Das Okay. ist kein Problem. Und hier ist dann nochmal so ein Ah, kleiner das meinst Bach du? mit einer Brücke. Und da drüben könnten wir dann auch nochmal bauen. Ja, doch, das ist cool. Und da Das ist viel bräuchten wir Platz. theoretisch eigentlich bloß hier einmal alles wegreißen. Das ist ja nicht viel. Das Achtung, sind jetzt. Vorsicht, dir folgen Viecher. Hier. Au. Jetzt nimmer. Was macht die denn? Was? Okay. Unser Kano, der hat echt Spaß, kann das sein? Ich muss nur lachen wegen seinen Und Hunger. kleinen Armen. Und Hunger hat er. Kommt mal aus dem Wasser raus. Ja, warte mal. Kommt her. Seid brav. Kommt her. Ach, guck mal, die Folge ist rum. Ehrlich? Ja. Ach, sischte mal. Das Okay. passt doch. Das passt. Wunderbar. Gut dann. Mit der Armee, die mich hier anguckt. Wow. Alles so Ihr wackelig. seid so Okay, lieb. so. Sitzt. Gut dann. Beim nächsten Mal fangen wir wohl hier an. Wie sie alle dich angucken. Mal alles. Ah Guck ja, mal, voll kriegt der ja auch. Herrscher. Kriegt ja auch. Hier mal alles schön frei zu machen. Warte. Und dann fangen wir an. Ich verbeuge mich. Ja, schön. Warte, kann ich irgendwas hier in die. Hier so. So passt es. Ja, du bist, So, hier, ja, so, yeah! Weiß Warum wackelt alles? ich nicht. Hinter dir ist ein Gut! T-Rex. Ups, jetzt habe ich es geschmissen. Solange es nicht in Egal. meine Richtung war. Okay, gut dann. Kommt bei Marianos vorbei, schreibt Kommentare, liked uns. Die angucken, das ist wirklich komisch. Ah ja. Gut, dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.